Hallo und herzlich willkommen bei Virtues und einer neuen Folge Planet Zoo. Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Letzte Folge haben wir uns um die süßen Panda-Bären gekümmert. Wo sind sie denn? Da ist einer. Hallo? Hallo? Da ist der zweite. Um die zwei Süßen, der hat da ein Häufchen gelegt. Und die sind auch gleich Platz Nummer 1 geworden in unserem Zoo. Ups, da wollte ich nicht hin. Die letzten Dinger da am organisieren. Hier, großer Panda, höchste Aktivität, finde ich super. Richtig cool geworden. Wir machen mal Intro und dann zeige ich euch mal, ich habe ein, zwei Umarbeiten gehabt, die wir jetzt mal kurz durchgehen und dann können wir uns zum nächsten Gehege, also dranbleiben. Umarbeiten, das bezieht sich hier auf das hier. Ich habe das Gelände jetzt dreigeteilt und es geht. Es geht wirklich. Ich habe seitdem keine Probleme mehr hier gehabt. Oh Gott, hier ist ein bisschen übertrieben voll, ne? Das funktioniert jetzt. Die Tiere sind jetzt endlich mal zufriedener. Ich habe mir hier die Giraffen reingesetzt. Finde ich nämlich ziemlich gut. Die sieht man von hier recht gut, glaube ich. Also die haben jetzt das Gehege bis hier, diesen Stellbereich. Der kann hier lang fahren, die können hier runter gucken. Dann muss ich hier leider ein Tor hinsetzen. Und dann habe ich hier, das ist jetzt so ein rückläufiges Gehege, aber hier ist wenig los. Hier muss ich mal aussortieren, ich glaube sowas hier brauchen die gar nicht. Da haben wir hier, bis hier so, die... sage ich euch. Die beiden hier, den Kaffeebüffel und das Gnu, die sind beide hier drin. Haben leider hier nur dieses kleine Fenster, das ist erstmal okay. Und hier habe ich Zebra und Strauß reingesetzt und die werden immer größer. Habe ich nur einen Schlafplatz für die? Ne, da habe ich noch einen. Jetzt gucken wir mal, wie viele Kittys sie jetzt kriegen. Alles cool, jo, alles cool, jo. Also es funktioniert dadurch auf jeden Fall. Finde ich schon mal mega gut. Wollen wir hier nochmal reingucken? Ist auch nichts für uns zu holen. Also da haben wir auf jeden Fall jetzt einen guten Schnitt gemacht. Ich weiß gar nicht, wie es hier mit der Fahrerei aussieht. Ich glaube, das ist jetzt noch schlechter geworden. Ja, ob. Es sind noch weniger geworden, die jetzt dadurch leider mitfahren. Aber das ist egal. Wir haben die Rundfahrten, das ist gut. Wir machen eigentlich immer noch richtig fett Plus. Und jetzt will ich mich um nächstes Gehege kümmern. Hier für den Bereich habe ich schon mal so ein bisschen rumprobiert. Hier kommt dann später was anderes hin. Aber hier möchte ich gerne den Japan-Makak setzen. Mit so einem kleinen, weiß ich noch nicht, wie ich das genau machen möchte. Tempel im Hintergrund. Hier habe ich mir noch eine Fressbude hingesetzt. Und diesen fertigen Bau aus dem Workshop. Ich kann noch mal gucken, wie er genau hieß. Nee, Quatsch. Hier, blau. Ich lade mir mal zwischendurch was runter. Welches ist es gewesen? Das hier. Asien Shop Collection. Genau. Das finde ich nämlich auch ziemlich nice, um ehrlich zu sein, dieses Haus. Würde ich irgendwo auch noch mal mit einbinden. Ich verstehe noch nicht ganz, ich glaube, das muss so runter, ne? Das sieht schon geil aus. Kann man mit reingehen und so? Ne, ist nicht mit reingehen. Könnte man aber nachjustieren. Weiß ich noch nicht, ob ich das irgendwo mit hinpflanze. Ist ja erstmal wurscht. So, ich lasse die Sonne noch mal aufgehen und dann starten wir hier mit dem Speedbuild. So, als allererstes starten wir mal mit einem kleinen Graben. Der soll die ein bisschen abhalten und gleichzeitig halt auch noch mit so als Klettermöglichkeit dienen. Also der Graben wird gefüllt mit Wasser, muss natürlich die entsprechende Tiefe haben, das ganze Ding. Deswegen
umgesetzt bekommen. Das heißt, hier erstmal alles schön abflachen und dann ordentlich mit Steinen zu kleistern. Dann finde ich, sind auch die Gebäude hier im Hintergrund gut genutzt. Also ich werde jetzt hier aber keinen großen Wasserfall oder sowas reinsetzen. Das ist einfach nur, ich finde, Gehege mit Wasser sehen einfach mal besser aus. Da kann man einen Ticken mehr machen. Und die halt, ja, frei bewegen. Die sind halt beweglicher in ihrer, in ihrem Terrarium. Also sieht zumindest so aus. Es wird ein bisschen aufwendigeres Gehege. Es ist ja nicht nur die Fläche, sondern auch möchte das Ganze mit ein bisschen Bau quasi verschönern. Nur Kulisse, also jetzt nicht großartig benutzbare Fläche. Also passt es auf jeden Fall von der Wassermenge. Da muss man ja mal zugeben. So, dann schauen wir mal hier, was wir hier gebaut bekommen. Möchte ich nämlich diese fertigen Utensilien auch mit reinfliegen. Schieben wir mal hier so ran. Und grenzen damit das Gehege schon wieder eine ganze Ecke ein. Aber das ist nicht so schlimm. Zu drehen. Vielleicht hat man hier vorne auf jeden Fall die Lauffläche. Hier grenzen wir das mal ab. Geht es hier in den Berg rein und hier nicht. Keine Ahnung, machen wir noch eine Liegefläche dann später. Irgendwie sowas in der Richtung. Erstmal nutzen wir dieses schöne. Die Tür eigentlich ist, es ist eigentlich eine Tür als große Fensterfront. Wir können die einmal ringsrum legen. Und gleich hat man hier auf jeden Fall so ein schönes farbliches, so einen farblichen Unterschied. Und ihr seht, das geht ratzfatz. Da kann man hier eine dicke große Wand stehen. Da kommt noch ein Dach drauf. Höhe passt auch, geht gut an den Berg ran, also nicht zu hoch. Wie gesagt, es soll ja keinen Sinn ergeben, das Gebäude, es ist einfach nur Deko. Um, sag ich mal, dieses Gelände weiter asiatisch zu halten. Ja, mit dem Dach, das scheint auch soweit zu passen. Erst hatte ich überlegt, ob ich hier oben auch den Eingang hinsetze, aber habe ich dann dagegen entschieden. Der kommt dann gleich seitlich noch. Weiß gar nicht, ob ich den mit aufgenommen habe, muss ich aber gucken. Jetzt müssen wir hier das Gelände quasi noch ein bisschen abschotten, dass sie hier nicht hochhüpfen können. Obwohl hüpfen können die weniger, das sind die Kletterer und an so einer Felsfront kommen die nicht hoch, das weiß ich schon. Nimmt aber mehr Form an und ich habe vor allen Dingen hier zwei also eine Aussichtsplattform und unten den Weg, von wo man auch super schauen kann. Ja, und das hier wird dann quasi Liegefläche. Machen wir hier hinten noch dicht. Und dann können wir mal schauen, was wir hier Klettereinheiten ranbringen. Das ist das, was sie brauchen, Platz zu klettern. Und an so einer Gebäudefront oder Steinfront kommen die nicht hoch. Aber sowas kann man, glaube ich, gut an jede Gebäudewand dranklatschen, fällt gar nicht so auf. Muss sie später sogar noch ein bisschen verschieben, weil die dann nicht hochkommen. Zu nah am Gebäude dran. So, und hier versuchen wir jetzt mal noch einen Weg nach oben zu finden, dass die Tierpfleger auch da langlaufen können. Das hat was damit zu tun, damit ich da oben auch Spielzeug hinlegen kann, irgendwie so in der Richtung. Dann müssen wir noch ein bisschen rüber.
So geht das klar, glaube ich. Und hier setzen wir einfach so Wegplatten hin. Zaun ist, glaube ich, auch nicht so wichtig hier. Muss ja auch nicht übertreiben. Das baut sich doch gut an. Machen wir hier noch ein paar Steinchen rein und gut ist. Dann hat das Gehege auch schon eine schöne Grundform. Dann fangen wir mal an mit Spielzeug und Liegefläche. Finde ich, sollte man eher so rum machen und dann die Pflanzen da drumherum erbauen, habe ich nämlich schon festgestellt. Sonst baust du die Pflanzen und hast ja keinen Platz mehr für den ganzen Kram. Mal ein bisschen mit Steinen nachjustieren. Hier kommt jetzt eine kleine Insel hin. Ich möchte so eine Kletterstange nochmal nutzen. So, die, guck mal, wie gewollt kommt das hier hin. Mit den Steinen. Und damit haben wir hier vollen Zugriff auf die komplette Fläche. Also hier müssen wir noch ein bisschen mehr machen, schon zu wenig. Und dann müssen wir das Ganze mal ein bisschen noch entkleistern. Machen wir gleich. Trinkbrunnen, zwei Stück. Jetzt gucken wir mal hier, dass wir den Weg doch noch hinsetzen. Wir sollten hier in den Tunnel rauskommen. Damit wir das voll und ganz mitnutzen können. Ist zwar auch ein guter, weiter Weg. Aber ich liebe. Dass manchmal die Türen verschwinden, dann kann man das hier schön mit einbauen. Das finde ich ganz gut. Dann machen wir noch ein paar Felsen ringsherum und gut ist. Eingang quasi schön versteckt. Aber apropos Eingang, Gehege fehlt natürlich auch noch. Ob es im Endeffekt ausreicht, werden wir sehen, wenn es fertig ist. Sperren. Und ich finde, das wirkt ganz gut so. Jetzt gleich haben wir noch, wie gesagt, viel Erde, viel Fels und eigentlich Schnee, aber der kommt ja von alleine. Mal hier nochmal die Tür ein bisschen abschotten. Und dann kommen wir noch zur Bepflanzung. Gar nicht so viel, nur dass es ausreicht, um den ihren Gemütszustand zu verbessern und wie gesagt den optisch das Gelände quasi dem anderen anzupassen, denn selber brauchen die, glaube ich, eigentlich gar nichts. Na, sieht doch alles ganz vernünftig aus. Kletterparadies pur. Die Umgebung hier später noch so ein bisschen anpasst. Das werde ich offline tun, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Aber so gesehen steht das Gehege ja eigentlich. Mit der Bepflanzung etc. Na doch, ich glaube, das kann sich sehen lassen. Klauen wir uns hier nochmal so ein Schild. Mülltonne noch hin. Hier oben wird später weiter ausgebaut. Was machen wir hier? Hier könnten wir auch mit Fels dann nochmal Fläche dicht machen.
ein bisschen rumtreiben, sag ich mal. Ja, komm, machen wir die Fläche auch noch mal anpassen. Damit das Gesamtbild ein bisschen besser aussieht. Große Bäume. Nie verkehrt. Und damit sind wir schon durch. Gelände steht und es sieht gar nicht so verkehrt aus, wie ich finde. Kann man sehen lassen. Oh Gott, der hakt wieder ein bisschen. Muss so ein bisschen verarbeiten hier das Ganze. Also auch hier so mit den Wänden. Ich habe, glaube ich, die Ecke jetzt richtig gut ausgenutzt hier. Kommt dem Asiatischen relativ gut. Ups, da habe ich irgendeine Wand. Habe ich die denn hingekriegt? Kriegt damit? Brauche nicht. So. Also ich denke doch, dass die hier recht gut ankommt. Die Leute können von hier aus wirklich komplett auf die Tiere gucken. Es sei denn, die klettern hier drin irgendwo lang. Sollte aber nicht das Problem sein. Zwei Stück habe ich mir geholt für Geld. Den geht es soweit auch ganz gut. Die müssen sich jetzt halt auch nur ein bisschen akklimatisieren. Ich habe schon mal die Wege gecheckt. Das kann ich auch mal zumachen. Nirgendwo ist Ausbreitungsgefahr, also dass sie irgendwo abhauen können. Die können ja hier auf die Bäume rauf, die können hier auf die kleine Insel, hier hochlatschen, die können hier hochklettern. Die Dinger können sie nicht nutzen, das ist ein bisschen ärgerlich, die muss ich vielleicht noch weiter vorziehen. Ja. Hängt da noch mehr drin? Jupp, da müssen wir ins Detail rein. Manchmal ein bisschen doof. Man vergisst das abzuschalten. Jetzt muss ich hier ran. Den Kletterstangen hier. So. Hier haben wir die eine hier noch. So. Haben wir sie alle, ne? Ja. Ja, aber klar. So. Nee. Lass mich rüber. So, denken. Ja, da. Kletterfüller haben wir noch nicht. Komischerweise. Naja, keine Ahnung, manchmal zeigt das ja an, manchmal nicht. Hauptsache, die können nicht fliehen, oder? Ein VIP ist noch angekommen. Oh Gott, das werden ja immer mehr. Besucherzahlen gehen gerade einen Tick nach unten. Aber an sich sind sie alle sehr zufrieden. Guck mal hier, Durst. Müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen machen und Bildung. Ah, kommt ja sowieso nochmal. Da habe ich ja eine Stelle da. Und hier möchte ich auch nochmal so eine kleine Fläche machen. Das Schöne ist, die laufen schon wirklich hier im Kreis rum. Und auch diese Ecke wird immer beliebter. Guckt euch mal an hier, die Menschen. Langsam verteilt sich das ein bisschen mehr. Der Weg ist aber halt schon ordentlich weit, ne? Muss man sagen. Von hier nach da. Hier haben wir einiges an Menschen. Hier hat sich das ein bisschen aufgelöst gerade. Ja. Ich weiß nicht wieso. Das ist irgendein Bug, Alter, dass der immer rausfliegt. Man muss ihn immer für Kohle zurückholen. Bist du denn hinterher gekommen aus dem Wasser? So, da. Rein theoretisch können die ja nicht abhauen. Die haben ja nicht die Möglichkeit. Merkwürdig, merkwürdig. Okay. Zurück zum Affen. Jetzt kommt hier auch ein bisschen die Beleuchtung zum Tragen. Sieht ganz gut aus, ne? Die haben ja hier ihren Schlafplatz. Und ich glaube, die brauchen auch keine Zurückhaltung. Die könnte man auch begehen können. Ah ja, da ist eine Gucken heute. Größe, Gelände.
Ja, wegen Schnee halt. Und der eine Baum gefällt. Na gut, ein paar mehr Bäume. Aber hier haben sie mehr als genug Platz. Aktuell für die Anzahl an Affen. Ihr könnt ruhig ein bisschen weiterlaufen. Gut, hier, hier oben, hier kommt ja das nächste Gehege hin. Da wird dann hier oben auch nochmal so ein kleiner Weg rum sein. Ich denke, das passt dann. Muss hier oben noch eine Stromquelle hinsetzen. Und Judis. So, ich warte jetzt nochmal ein bisschen die Sonne ab für ein paar Shots. Hier ist auch cool geworden. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Dann gucken wir mal, welches Tier wir dann hier in die Japan-Ecke setzen. Die macht echt viel mehr Spaß als Afrika. Irgendwann müssen wir aber auch noch in die in den nördlichen Bereich gehen. Gucken, wie lange der Zoo dort noch durchhält. Gäste insgesamt. Darf ich nochmal einen teurer machen? So. Jeder Cent zählt. Ich bin dann zu Eingang hier. Ja, wenn man hier so reinkommt, denkt man das gar nicht. Irgendwann müssen wir auch mal. Wenn ich vor allem den Fake hier fertig habe, können wir das auch machen. Ach ja, hier habe ich übrigens auch Asien manifestiert. Auch mit einer Puppe. Das ist eine fertige. Na, zwei Wege, einmal noch da. Einmal noch da. Hoppala. Und wo es denn hier hingeht, weiß ich auch noch nicht. Dann kommt es nicht sicher hier auch wieder treffen. Vielleicht kommt hier der Nordteil hin dann. Keine Ahnung. Ich bin noch unentschlossen. Japan, kacken, komme ich durch. Also einmal schon. Juli, komm, wir machen jetzt Feierabend hier in unserem Zoo. Ich sag Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.